PropFlex bietet eine Reihe an Zusatzprogrammen an, mit dem du die Software noch weiter ausbauen kannst und die dir noch weitere Funktionalität bietet. Ein Teil dieser Programme findest du im Systemmenü unter Radio 42, dort wo du auch das Hauptprogramm findest, aber es gibt auch kleine Zusatzfeatures, die du nur im Programmordner, dort wo das Programm in Windows installiert ist, findest. Also unter C, Programme, Radio 42, PropFlex und R4.0 findest du ein paar .exe-Dateien, die verschiedene Funktionen übernehmen. Zum Beispiel hier pfp-conf-v macht folgendes. Innerhalb eines Windows-Terminals kannst du damit eine PFP, also PropFlex-Playlist, in ein anderes Format umwandeln, zum Beispiel in eine M3U oder in eine Q-Playlist. Wofür braucht man Q-Playlisten? Zum Beispiel für Mixcloud. Dort kann man dann, wenn man zum Beispiel eine Show voraufzeichnet mit PropFlex, wird ja automatisch mitgeschnitten, wann welche Songs gelaufen sind während der Aufnahme. Und sowas könnte man dann als Q-Sheet hochladen und dann wissen auch die Leute, die die Podcasts hören, wann welches Lied gelaufen ist. Ein weiteres Programm ist PropFlex Remote Command. Und damit kann ich über das Windows-Befehlsfenster einen PropFlex-Befehl an eine entfernte Instanz schicken, also zum Beispiel innerhalb des Localhost an einen zweiten PropFlex-Rechner. Advertising kennen wir aus dem Hauptprogramm. Den GPIO-Client kann ich direkt im PropFlex on Air in den Settings aktivieren und bietet mir weitere Funktionen, zum Beispiel für Airlight, Airens etc., Lavo, Amber Plus, also Fernsteuerung von Broadcast-Mixern. Den Library-Server kennen wir auch aus dem Systemmenü. Damit kann ich einen Bibliotheks-Server starten. Das wird nochmal ein eigenes Tutorial-Video. PropFlex on Air Watcher ist ein kleines Programm, was im System-Tray läuft. Hier unten, also hier mit Rechtsklick, kann man Optionen einstellen. Und es überwacht PropFlex, wenn es zum Beispiel eingefroren ist oder wenn es crasht, dass das Ganze neu startet. Auch kann man einstellen, dass mit dem PropFlex on Air Watcher, wenn das System neu hochfährt, PropFlex automatisch dann gestartet wird nach einem Neustart des Systems. Nützlich kann hier sein PropFlex Remote View. Dieses Programm hängt sich an den TCP-Client an und über den connecte ich mich. Also hier, wenn ich meinen GPIO-Client aufrufe, gebe ich hier die Serveradresse an, hier Localhost, weil PropFlex lokal läuft. Ich vergebe ein Passwort und das trage ich dann hier oben ein. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, was läuft aktuell, was läuft als nächstes, wie lange läuft das Lied noch, was ist denn mein nächstes Overlay, mein nächstes Hauptprogramm etc. Und ich kann dieses Programm an einem anderen Rechner installieren, zum Beispiel für den Co-Moderator, damit er sieht, was gerade läuft, oder auch in der Redaktion auf einem Bildschirm, damit man sieht, was gerade im Hauptstudio zum Beispiel los ist. PropFlex Statistics ist ein Auswertungstool für die gesamte Medienbibliothek. Dann sehe ich, wann lief was, wie oft, zu welchen Uhrzeiten. Ich kann filtern. Ist auch nochmal ein eigenes Tutorial-Video. PropFlex Time ist einfach nur eine Zeitanzeige mit Georgie Timing Layout. Und wir schauen uns jetzt mal kurz hier diese beiden ersten Programme an. PFP-Conf und PFRemoteCommand. Mit Doppelklick können wir hier die Hilfe öffnen und sehen, wie es funktioniert. Alles, was wir brauchen, ist ein Windows-Terminal, wie hier. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich wechsle ins Verzeichnis, wo dieses Programm liegt, also CD, C. So, jetzt habe ich hier die pfp-conf-exe. Und Funktionsweise ist minus I, ist für Input. Jetzt suche ich mir wieder den Pfad. Und nehme jetzt hier zum Beispiel eine .pfc-Datei von einer Aufnahme, dann minus O für den Output und wieder einen Pfad, wohin das Ganze gespeichert werden soll. .q in dem Fall. Jetzt Enter und jetzt sehe ich auch hier, okay, das ist mein Input, das ist mein Output, finished successfully, schauen wir mal nach. Und hier habe ich meinen Test 1, 2, 3, Edit with Notepad und hier sehe ich auch, hat alles geklappt, ist also das richtige Format und das kann ich jetzt zum Beispiel bei Mixcloud mit hochladen. Das wäre die erste Datei und das zweite Feature ist hier PropFlex Remote Command. Wie funktioniert das?
Auch hier wieder wechseln wir in den Programmordner. So, das hier ist der Befehl. Und ich habe hier eine zweite PropFlex-Instanz laufen. Die ist nur gestartet, da passiert noch nichts. Und ich kann jetzt hier über zwei verschiedene Wege das Ganze steuern. Ich kann einmal nur einen Befehl abschicken oder eine Textdatei, die verschiedene Befehle nacheinander abarbeitet. Damit das Ganze funktioniert, muss ich auf der zweiten Instanz hier in den General Settings unter GPIO Remoting das DTCP Control einschalten. Ich muss hier ein Passwort vergeben für die Autorisierung und Standard Port ist 8052. Also Firewall aufpassen, nicht dass sie hier lokal irgendwas blockiert. Bei den höheren Ports. Gut, also Host ist bei mir die 192.168.1.212. Wie kriegt man das raus? Ganz einfach, auf dem zweiten PC wieder ein Windows-Befehlsterminal starten und eingeben hier ipconfig und dann sieht man hier, die IPv4-Adresse ist 192.168.1.212. Dann haben wir den Port, das wissen wir, das ist der Standardport, nämlich 8052. Und minus A steht für Passwort. Ich habe angegeben Test 123. Und jetzt der Befehl. Zum Beispiel Program Scheduler On. Wo findet man die ganzen PropFlex-Befehle hier? Im User Manual hat man einen ganzen Appendix und da stehen auch alle drin. Wenn ich jetzt meinen Befehl soweit eingetragen habe, gehe ich jetzt hier auf Enter. Und dann bekomme ich zurück Processing Command OK. Schaue ich auf meinen zweiten PC, wo PropFlex läuft, sehe ich, der Scheduler ist angegangen, hat also wunderbar funktioniert. Testen wir noch die zweite Möglichkeit, indem wir eine Textdatei abschicken. Die habe ich auch hier mal vorbereitet. Und zwar habe ich einfach gesagt, Program Scheduler Off, also Scheduler ausschalten und Playlist Close All, um alle Playlisten zu schließen. Und jetzt muss ich halt zu der Datei hin navigieren, die liegt bei mir auf dem Desktop und die heißt einfach commands.txt und auch hier bekomme ich zweimal ein OK zurück. Ich schaue auf den zweiten Bildschirm mit der zweiten PropFlex-Instanz und sehe, hat funktioniert, Scheduler ist aus, alle Playlisten sind geschlossen worden. Das sind also diese zwei kleinen Zusatzprogramme, die man im Programmordner findet. Viel Spaß beim Ausprobieren.